Hallöche Leute, Valamorgulis und willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. So, wir haben ja ein richtig geiles, Name bitte, Karnimani, namens Julian auf Englisch. Ja, Level 32 mit Randomizer übrigens. Und auf Level 32, das ist mega nice. 32 ebenfalls hier. Flassi auf 33. Also sieht alles in allem, finde ich, ziemlich bombig aus. Und wir haben nochmal im letzten Part einen Abstecher nach Metaross gemacht. Denn, Leute, ich wurde darauf hingewiesen, und das zu Recht, dass man hier vom Präsidenten Dr. Trump oder Professor Trump oder einfach nur Mr. Trump, dass man den EP-Teiler bekommt. Ich glaube, entweder wenn man hier diese Quest absolviert hat mit Team Magma, ich weiß nicht mehr genau, was das war, oder das Paket... Hä? Wo ist er? What? Da bist du, oder was? Ja. Du hast... mein Brief. Das war der Quest, okay. Du hast meinen Brief überbracht. Herzlichen Dank. Otto. Dies ist ein Dankeschön von mir. Es wird dir als Trainer sicher helfen. Yes! Danke, wer auch immer mir den Tipp gegeben hat mit dem EP-Teiler. Das wird auf jeden Fall helfen. Mega, mega gut. Achso, ich würde sagen, der EP-Teiler ist sehr nützlich, um schwache Pokémon aufzurüsten. Aufzuziehen, meine ich natürlich. Ja, das ist es in der Tat. Danke, Dr. Trump. Das freut mich. Wo ist er? Achso, er ist kein Basis-Item. Da werde ich doch erstmal einen Brief schreiben an die Pokémon hier. Warum ist das kein Basis? Achso, weil man es tragen kann? Nee. Ja. Was weiß ich, ist mir auch egal. Achso, verwenden. Warum gibt es das denn überhaupt? Wenn es eh nicht funktioniert, ich verstehe nicht. Na gut, was wollen wir denn mal leveln? Ich glaube, wir leveln mal Madame Blüte. Ja. Ja, komm, wir Madame Blüte, Seidenschal. Ja, klar, tausch mal aus, was willst du machen, ne? Okay. So, Freunde, als erstes werde ich jetzt, beziehungsweise es läuft einfach nur nebenher, das brauche ich eigentlich nicht als erstes tun. Ich werde nebenher das Karnimani trainen, denn mit einem Level haben wir schon die Entwicklung, Tyrakrok ist das richtig? Haben wir schon die Entwicklung Tyrakrok und in drei Leveln, glaube ich dann, 36 richtig, haben wir ein Impergator, meine Güte. Und hier ebenfalls noch vier Level, okay. So, jetzt geht's aber weiter. Wir waren in Baumhausen City auf dem Weg nach Segrasulp City. Und genau dort werden wir jetzt auch fortfahren. Wir rasen da mal schnell hin. So, und ich habe mir auch wieder mein Routenverzeichnis hier aufgemacht. Wir werden... Oh, ne, falsche Abzweigung. Wir können auf jeden Fall noch einige fangen. 120 schon mal nicht, aber 121. Jetzt ist die Frage, ne, wo ist die 121, Ottchen? Wo ist sie? Aber wir werden hier einfach mal dem Weg folgen. Wir werden schon drauf hinkommen, nicht? Okay, hier kommt ihr nicht das Klimainstitut? Ah, ne, das kam schon, ne? Okay, hier haben wir, genau, hier haben wir schon ein bisschen gekämpft. Hier haben wir irgendwo schon ein bisschen gekämpft. Hier zum Beispiel. Dann habe ich den Part beendet. Und mir wurde gesagt, Otto, du hast den Arena-Orden vergessen. Darum bin ich ja auch zurückgeschmettert. Aber natürlich geht's jetzt, ach, okay, wir haben auch schon. Natürlich geht's dann jetzt hier weiter und... Wo ist denn bitte die Route 100? Ist es das schon? Nee. Nee, oder? Bing! Nein, hier waren wir also auch schon, okay. Wie weit bin ich denn hier schon vorgedrungen? Was mit dir, Kumpel? Du? Ja, yeah. Okay, hier will einer kämpfen. Das ist supi, denn wir wollen ein Level haben für Karnimani. Karnimani! Trasler. Oh, ich hatte auch mal einen Trasler. Und ich glaube, das kann mir nicht sonderlich gefährlich werden. Außer es kann... Rasierblatt... Oder so. Was ich bezweifle, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es schon relativ riskant, was ich hier treibe. Aber da... Ach, wir haben ja Unlichtattacke. Na, schau dir doch das an. Bäm. Doppelteam. Ja, mach doch. Mach doch. Ja, mach doch, Junge. Mach doch. Nee. Mit Biss sind wir natürlich sehr, sehr gut. Was? Top Genesung? Bitte? Bei so einem popligen Trainer-Cup? Wer gibt es denn eine Top Genesung? Das würde nicht mal ich machen. Nicht mal ich würde das Julian hochheilen mit einer Top Genesung. Aber gut, ich bin auch nicht so ein cooler Typ wie der da, ne? Ich kann mir Top-Genesung nicht leisten. Blanas, was ist das? Das wäre so ein komisches Viech, wo ich nicht weiß, was es ist. Aber ich schätze mal, es ist Pflanze. Sieht zumindest pflanzlich aus, aber... Sekunde mal! Ach so!
Ah, Freunde, jetzt fällt mir noch was ein. Ich hoffe, ihr schaut noch zu nach 5 Minuten. Und zwar, ich habe festgestellt, dass in einigen, also in allen Videos, seit ich das neue Mikrofon besitze, dass dort so kleine Knackgeräusche drin sind. Wirklich klein, aber sie nerven. So klick. So ein Quatsch. Und jetzt habe ich ein bisschen was da rumgedreht, ein paar Reglern, aber vor allem habe ich ein neues Kabel angesteckt. Es ist Pflanze, alles klar. Vor allem habe ich ein neues Kabel angesteckt, denn ich denke, es liegt vielleicht am Kabel. Das war mein altes. Und darum, Freunde, bitte sagt mir, was ihr davon haltet. Ist dieses Knacken immer noch da? Habt ihr es überhaupt mitbekommen, dass es da war? Wenn nicht, hätte ich mir die Mühe auch nicht machen müssen. Nein, natürlich nicht. Ich möchte hier die beste Qualität liefern. Also bitte sagt mir mal, was ihr vom Ton haltet. Zu laut, zu leise. Und vor allem sind Störgeräusche in der Aufnahme. Ist irgendwelches Knacken oder so. Oh Gott, wie süß. Wisst ihr noch, als uns das angegriffen hat? Oh mein Gott. Ich könnte jetzt eigentlich Shiggy gegen Torto kämpfen lassen. Aber das wäre... Naja. Ich sag mal, das ist... Bisschen Kannibalismus. Obwohl ich ihn nicht auffresse. Aber ich werde ihn in der Luft zerreißen. Und ich sag mal, wie nennt man das denn, wenn man sein Ei... Tortok? Ist Tortok der Bruder eher? Oder der Vater von Shiggy, wenn man das mal so sieht? Wenn es der der Vater wäre, dann wäre es Kindermord. Was auch immer der Fachbegriff dafür ist. Ich wüsste es ehrlich gesagt gerne. Sekunde mal. Also, Suizid ist der Selbstmord. Das heißt, es muss etwas mit Zied sein. Kind heißt infantil vielleicht. Vielleicht ist es sowas wie Infantizid. Infantizid? Kann das sein, Infantizid? Ich behalte es mir mal im Hinterkopf. Ich google das gleich mal. Infantizid. Wenn man seinen Vater tötet, dann ist das Patrizid. Paternoster, ne? Vater. Patrizid. Und sein Bruder. Gibt es was für Bruder? Bestimmt. Aber kenne ich jetzt leider auch nicht. Auf jeden Fall würden wir dann entweder den Infantizid, insofern es das Wort gibt, vollführen. Mit Tortok an Shiggy oder dem Brudermord, dessen Name ich leider auch nicht weiß. Also wenn ihr es wisst, Freunde, klärt mich auf. Wenn ihr euch mal ein bisschen mit Mord beschäftigt habt oder so, klärt mich gerne auf. Ich bin da empfänglich. Und jedenfalls, Alter, was ich hier gerade labere, oder? Ich habe gerade 3 Minuten über Morde gesprochen. Das ist, naja, wie auch immer. Wie auch immer. Brauchen wir... eigentlich brauchen wir keinen Truck. Haben wir einen normalen Truck? Haben wir nicht mehr? Nur noch die dicken? Okay, ich muss einen normalen Trank holen. Aber wir haben Nugget gefunden, das ist ja schon mal was. Ich frage mich, wo denn hier die Route 121 beginnt. Oder bin ich schon drauf? Nein. Also ich habe zumindest kein Schildchen gesehen. Route 120, ne. Hier. Oh, okay. Ein Schritt weiter nach rechts. Toll. Ein Schritt weiter rechts, dann sind wir da. Kampfbefällig? Na, da fragst du den richtigen Kumpel. Ich habe ja ein paar Pokémoner zu trainieren, wa? Lüdüba, ein Käfer seinerseits. Können wir das beißen? Kann das... Ich denke mal schon. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Pflanzenattacke kann. Reflektor. Okay, das ist natürlich nicht so prall. Wisst ihr was? Wir machen mal einen Surfer. Das bringt zwar nicht so viel, aber... Jetzt hat er auch noch Bodyguard. Okay, jetzt bringt Surfer leider auch nicht mehr so viel, aber es reicht. Es reicht, Leute. Okay, das schleppt sich hier. Oh, was kommt? Verdammt, ich hab's nicht gesehen. Knackleon. Das ist Boden auf jeden Fall. Das wird zu Libeldra, was für ein Hammer-Pokémon. Aber jetzt ist es auf jeden Fall noch Boden und darum... Tschüss, Knackleon. Wie viel gibt's denn? 210. Oh, das ist ein schleppendes Training. Pummeluff. Oh, wie süß. Wie süß. Ja, aber lass mal auch drin. Ich glaube, das kann mir gefährlich werden. Pummeluff ist nicht zu unterschätzen, Leute. Pummeluff ist ein hartes Viech, ey. Aber ihr Pfund. Na gut, mit Pfund nicht unbedingt. Aber es hat ziemlich kranke Attacken. Zumindest... was Schlaf angeht. Bruno wurde besiegt. Dankeschön. Ihr habt... Was? Nein, möchte ich nicht. Was? Oh, wieso wollen die alle in mein Verzeichnis? Ich will euch alle nicht. Ich würde das alles so gerne löschen. Aber zumindest rufen die mich nicht ständig an. Da gibt es ja auch irgendeine Version, ne? Wo die dich dann wirklich ständig anrufen. Oder täusche ich mich da? Ich glaube schon. Einfach nur... Hi, ich habe gerade ein Pokémon gesehen. Aufgelegt. What? Was willst du von mir? Hi, ich war eben angeln, hab nichts gefangen. Aufgelegt. Junge, lösch mich einfach, lösch mich.
Okay, das hier, Schnäppke. Ah, es ist wieder Schnäppke. 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 Ja, jemand hat mich ebenfalls in den Kommentaren aufgeklärt. Ich habe ja gesagt, Schnäppke ist Eis, gell? Was machen wir dagegen? Wir wechseln. Ich habe ja gesagt, Schnäppke. 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 Erinnert mich ganz stark an ein Wort. Diese Art der Betonung und diese Buchstabenreihenfolge. Und mir wurde gesagt, Otto, ich glaube, das ist Kripke. Kripke. Von Big Bang Theory. Und es ist Kripke. Kripke. Schnäppke. Schnäppke. Schmarrn der Hölle. Schnäppke. Was für ein Name. Das lässt sich so witzig sprechen. Schnäppke. Schnäppke. Kripke. 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 Schnäppke. Okay, Juni blüht auf Level 30. Lern doch mal was Neues, Mensch. Nein. Okay, jetzt aber zum Pokéball. Was gibt es für uns? Ein Hypertrank. Ja, fantastisch. Nehme ich mit, Leute. Und jetzt, wo ist hier Route 121? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Hier. Hier drüben können wir gleich ein neues Pokémon fangen. Hervorragend. Aber hier habe ich noch Bern erspäht. Oh, was ist denn das? Oh, 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 oh. Oh nein, ich bin dem Ninja in die Falle gegangen. Na, toll. Okay, da war noch ein Item, da können wir surfen. Da können wir surfen. Da gibt es noch Bären ohne Ende. Und ein kleines... Oh, eine Hydropie! Noch ein Wasserstarter, meine Herren. Wie viele Wasserstarter wir hier sehen. Ja, wir haben nach wie vor nichts gegen Wasser. Ja, nichts. Einfach nur nichts. Wir haben kein Elektro, wir haben keine Pflanze, wir haben... Tja, was ist denn noch gegen Wasser? Weiß ich ja gar nicht. Gibt es überhaupt noch was anderes gegen Wasser? Ich bin unsicher. Auf jeden Fall haben wir nichts dagegen. Schmarrn der Hölle! Ja, ich hätte so gerne ein Elektro-Pokémon. Ihr glaubt das nicht. Ein Magnetilo würde mich reizen, oder... Ja, ja. Einfach irgendwas. Ist mir echt egal, einfach irgendwas. Ich will irgendein Elektro-Pokémon. Da haben wir was gegen Flug. Oh, ein Seemon, Heiliger. Dann hätten wir was gegen Flug. Wir hätten was gegen Elektro. Gegen Wasser, meine ich. Es würde so vieles einfacher machen, wenn wir mal ein blödes Elektro-Pokémon bekämen. Was, vergiften? Was hat er denn? Wie wurde ich denn bitte gerade vergiftet? Ist das eine Fähigkeit? Du bist ja fähig, Mensch. Okay, ich glaube, ja, den halten wir noch aus, egal was da kommt. Und BÄM! Das war's da mit dir. Das war auch sein letztes, richtig? Ja, alles klar. Halbes Level haben wir geschafft bisher. Ja, es sieht sich, Leute. Es sieht sich. So ein Training ist nicht ohne. Oh, ich war auf dem falschen Pokémon. Mein Gott, den Trank verknallt. Naja, ist nicht so wild. Wir haben ihn noch. Und zumindest haben wir genug Kohle. Die haben noch Nugget in der Tasche. Also, hey, was soll der Geiz? Da haben wir doch einfach mal einen Trank raus, ne? Okay, geh mal weg da. Ich will mal sehen, was hier oben ist. Ist hier was? Na, jetzt muss ich aber wirklich noch durchgehen. Ah, Mann, ich wusste es. Ein Kecleon. Hallöchen, Kecleon. Ich glaube, ich mach mal kurz fertig. Nimm Wasser an. Okay, Finte. Oh, 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 okay, okay, alles klar. Raserei, Mensch, Raserei ich noch gar nicht benutzt. Können wir auch mal machen. Ach, jetzt sind wir normal, Timo, das ist so witzig. Ja, mach mal weiter, Raserei, es gefällt mir. Oh, okay, wow, wow, wow. So eine seltsame Attacke macht mir erstmal ein bisschen Angst, gell? Weil er hat Finte und Psychstrei. Was hat der für krasse Attacken eigentlich? Kreideschrei, jetzt aber, mein Gott. Immer noch nur ein halbes Level und der Part neigt sich dem Ende, Freunde. Und ich habe kein Pokémon gefangen in diesem Part. Machen wir im nächsten aber definitiv, da kommen wir auf jeden Fall an. So, ah, tatsächlich, hier ist noch was. Oder waren wir hier schon? Was ist das denn für ein Areal? What? Das ist ein Areal? Okay, mit einem Trainer. Mann, ich sehe mir so eine blöde Strähne hier im Auge. Mit einem Trainer? Antike Ruinen. Gibt es hier irgendwas Krasses? Gibt es hier ein Item zu finden? Warum sollen die... Okay, stopp, 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 stopp. Lampis Elektro. Wasser-Elektro. Ziemlich krasses Vieh. Zumindest später, glaube ich, ist Wasser-Elektro, oder? Was auch immer das wird. Lamping-Jung oder weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall nichts für mich. Also jetzt nichts gegen mich. Also nicht, dass ich was gegen das hätte. Zumindest nichts Effektives. Ich meine nur... Ich weiß, Freunde, ich beende den Satz an dieser Stelle und werde ihn auch nicht weiterführen. Wir sind verwirrt, das gefällt mir nicht, aber wir haben einen Durchbruch und das sollte immer klatschen. Aquaknarre. Oh, 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 habe ich mich selbst ge... Ja, habe ich. Warum habe ich denn so viel HP verloren, bitteschön? Nein! Otto, was ist los mit dir? Stopp, stopp, stopp. Du bist ein bisschen zu aggressiv unterwegs hier. Kann das scheiß Vieh... Entschuldigung, aber kann das Vieh Elektro oder nicht? Wenn ich nämlich jetzt Torthok hier ins Feld...
wenn das... Okay, okay, das ist aushaltbar. Oh, und paralysiert, natürlich. Natürlich, Junge. Gute Laune beim Pokémon-Spielen, wa? Gute Laune. Okay, ihr wisst ja, wie ich Statusveränderungen liebe, wa? Gute Laune, toll, Paralyse. Okay, Aquaknarre. Ja, macht das weiter. Das war, hat mehr Schaden gemacht als Funkensprung. Aufgrund des Volltreffers. Okay, jetzt kann ich auch mal hier, oder was? Ah, Schreck zurück. Haha, das ist die Rache, Kumpel. So, tschüss, du Lampe. Okay, Flasti kriegt, alle kriegen... Panfi, das ist geil. Panfi ist geil, das ist Lieblings-Pokémon von Pokedude, von Lukas. Einer meiner Poke-Dudes. Der Poke-Dude. Was soll ich sagen über den Dude? Dude. Auf jeden Fall surfen wir das weg. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Und tschüss. Vielleicht gibt es hier noch ein Level. Gib mir... Oh ja, 360. Okay, vielleicht gibt es hier wirklich noch einen Knogger. Okay, komm. Das ist selten. Oder sowas. Das gibt bestimmt gute XP. Wow. Und. Ist es das? Nein. Okay. Freunde, im nächsten Part gibt es ein neues Pokémon in der Route 121. Und wir dürfen Tyrakrok bewundern. Da gehe ich fest von aus. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal Stopp machen hier. Jetzt kommt die Partpolizei, verhaftet uns wegen Überlänge. Also Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, macht es doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und eines Kommentars. Abonniert den Kanal und empfehlt ihn weiter. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.